Hallo und guten Tag, mein Name ist Renate Dumberger. Ich bin bei der Vigeogis im Key Account Management tätig. Ich zeige Ihnen jetzt ein kurzes Anwendungsbeispiel für die Arbeit mit interaktiven Karten. Zum Beispiel möchten wir Landkreise darstellen. Sie sehen hier sofort auf der Landkarte die Landkreisstrukturen, die Außengrenzen angezeigt. Ich kann die Hintergrundkarte in ihrer Darstellung verändern. So treten diese jetzt deutlicher hervor und sind besser erkennbar. Wir können uns in der interaktiven Karte hineinzoomen. Das machen wir jetzt auch gleich, sodass ich an die einzelnen Elemente näher herangehe auf der Karte und mehr Details erkennen kann. Jetzt interessiert mich natürlich, wie heißt welcher Landkreis, in welcher Region bin ich denn gerade gelandet. Diese Labels kann ich mir auf der interaktiven Karte anzeigen und werden hier auch schön deutlich sichtbar. Ich kann jetzt weitere Informationen über einzelne Elemente abfragen. Das mache ich mit einer Rechteckselektion. Sie haben gesehen, ich habe jetzt hier ein kleines Rechteck aufgezogen, habe drei Elemente selektiert. Das bekomme ich auf der Karte dargestellt, orange hervorgehoben. Ich bekomme das aber auch hier gleich in der Attributtabelle angezeigt. Sie sehen, die einzelnen Elemente sind hier entsprechend markiert. Es handelt sich um die drei Landkreise Eichstätt, Rot und Neumarkt. Ich sehe weitere Informationen in der Tabelle, zum Beispiel Informationen über die Fläche, sehe aber auch Informationen in diesem Beispiel über die Einwohner. Diese Einwohnerinformation, das ist auch etwas, was ich sehr schön auf interaktiven Karten darstellen kann. Wir schauen uns die Verteilung der Einwohner über die Gesamtheit aller Landkreise, die wir jetzt hier gerade im Projekt geladen haben, an. Ich blende die Attributtabelle aus, damit wir mehr von der Karte sehen. Und wir zoomen uns ein bisschen heraus, dass wir einen schönen Überblick haben. Wir können jetzt die Labels nochmal ausschalten und uns auf die Einfärbung, auf den Farbcode konzentrieren. Helle Einfärbung heißt weniger Einwohner, dunklere, intensivere Einfärbung heißt, dass in diesen Landkreisen mehr Einwohner leben. Ich kann jetzt hier in der interaktiven Karte auch nochmal räumlich selektieren und filtern. Zum Beispiel interessiert mich das Bundesland Schleswig-Holstein. Bring das zur Anwendung, lass mich dorthin zoomen und ich bekomme genau die Landkreise jetzt nur mehr auf der Karte angezeigt, für die dieses Kriterium zutrifft, sprich die sich im Bundesland Schleswig-Holstein befinden. Wir können die Labels nochmal einblenden, damit ich auch die Namen nochmal abfragen kann. Diese Karte kann ich jetzt zum Beispiel ausdrucken, weil ich sie für eine Präsentation benötige, weil ich sie in ein anderes Dokument einbinden möchte. Ich vergebe hier eine Überschrift. Ich könnte hier zwischen Hoch- und Querformat wählen. Hochformat ist aber ideal in dieser Ausprägung. Ich klicke auf Weiter und bekomme jetzt diese Karte exportiert. Das kann auch mal einen kleinen Moment dauern. Die Karte muss gezeichnet werden, dann in eine neue Datei abgelegt werden. Und dann wird uns die Karte entsprechend angezeigt. Die kann ich dann je nach Verwendungszweck weiter einsetzen. Das war ein kurzes Beispiel für die Arbeit mit interaktiven Karten. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage www.vigeogis.com oder unseren YouTube-Kanal. Dort finden Sie weitere Videos mit Beispielen. Vielen Dank!